war nur eine Frage der Zeit, bis es ihn gibt, nämlich das S-Modell der Q8-Baureihe. Im SQ8 TDI kommt ein V8 Biturbo zum Einsatz mit 435 PS und 900 Newtonmeter Drehmoment, das bereits ab 1250 Umdrehungen anliegt und somit von Start an eigentlich den vollen Schub zur Verfügung stellt. Optisch hat sich nicht so viel geändert. Es sind hier die doppelten Querspangen, die senkrecht sind. Es ist alles hier unten ein bisschen dynamischer, ein bisschen breiter geworden. Das Licht, die anderen Elemente, die sind alle gleich geblieben. Auch hier die breite Einrahmung des Kühlergrills. Es ist nichtsdestotrotz, wenn man drauf schaut, schon ein sehr prominenter und aggressiver Auftritt. Im Innenraum, das sind Kleinigkeiten. Da gibt es neue Sitze, es gibt neue Farbgestaltung, es gibt einzelne Zierelemente, die sich da geändert haben, die das S-Modell sozusagen ein bisschen aufpeppen. Dynamik kann man mit einer Allradlenkung, mit einer elektronischen Wankstabilisierung oder einem Sportdifferential noch weiter nachschärfen. Dafür gibt es ein eigenes Fahrdynamikpaket, was man dazu buchen kann. Optional gibt es auch Keramikbremse, um natürlich diese Dynamik und auch das Gewicht wieder zum Stillstand zu bringen. Ansonsten, wie schon gesagt, in der Außenhaut hat sich nicht viel getan. Es sind einzelne optische Elemente, die sich auch am Heck nochmal widerspiegeln, die das ganze Auto und das Auftreten dynamischer wirken lassen.